Unser Lieblingsergebnis ist es auf jeden Fall nicht. Schwer zu erklären ist, fehlen einem so ein bisschen die Worte. Also muss ich tatsächlich sagen, Pinneberg heute auf jeden Fall mehr Galligkeit gezeigt. Ja. Ist ein Derby, die Jungs sind immer geil. Und da müssen wir einfach besser gegenhalten, ja, jetzt mal für dieses Spiel. Ansonsten müssen wir einfach unser Spiel wieder finden, bin ich der Meinung. Also wir müssen geiler nach vorne sein, spielen uns zu wenig Torchancen raus, weniger miteinander, jeder ist so mehr auf sein Ding. Ja, fokussiert, probiert keine Fehler zu machen und dadurch geht das halt so ein bisschen ab, dass man mannschaftlich geschlossen das Ganze durchzieht und dem anderen auch hilft. Ja, da muss vorher ein Kommando kommen, kannst dich drehen, kannst dies und das machen und das fehlt momentan so ein bisschen. Ja, natürlich, im Abschiedskampf ist jeder Punkt wichtig. Wir haben jetzt gesagt, jedes Spiel ist für uns ein Endspiel, weil wir brauchen die Punkte und wir wollen dieses Jahr auf jeden Fall in der Oberliga spielen und dann auf jeden Fall noch bei so einem Derby und so viele Spieler haben da mal gespielt und es ist natürlich noch umso überragender hier 3 Punkte und dann auch noch 2:0 zu gewinnen, ist echt ein tolles Gefühl, auf jeden Fall. Das war halt im Grunde genommen für keine Mannschaft oder für niemanden auf diesem Platz einfach und auch angenehm zu spielen. Also der Spaßfaktor war halt ganz weit unten und das kommt uns halt überhaupt nicht entgegen. Wir sind eine spielerisch starke Mannschaft mittlerweile geworden und ist natürlich dann frustrierend, wenn man das im Grunde genommen, diese Stärke nicht einsetzen kann. Ja, also vieles. Einmal, wir haben jetzt 3 Spiele in Folge zu 0 gespielt, also die Abwehrleistung ist im Moment einfach richtig gut. Fußball spielen konnte man hier natürlich wieder wenig auf dem Platz, aber hast du schon angesprochen, das 1-0, das war schon mal Richtung Fußball und das hat mich halt besonders gefreut, weil das so gewisse Abläufe sind, die man auch mal, ja, auch mal trainiert und dass sowas dann auch mal fruchtet, das freut einen als Trainer halt besonders dann mal. Die Einstellung ist da, also jeder Einzelne, der auf dem Platz steht, von der ersten Minute an oder eingewechselt wird, ist bereit, irgendwie an die Grenzen heranzugehen. Aber das ist gerade der springende Punkt, an die Grenzen heranzugehen und nicht drüber hinaus. Und das ist halt gerade das, was uns fehlt. Um den Abschied kämpfen jetzt 6, 7 Mannschaften. Wer weiß, wer jetzt noch von oben ein bisschen runterrückt. Und dann wird es auf jeden Fall sehr eng. Und ich denke mal, jeder Punkt kann nachher ausschlaggebend sein. Deswegen müssen wir jetzt jedes Spiel hart angehen und versuchen, immer den Dreier anzustreben, egal wie.